Vanessa. Daily, daily, Vanessa. Ja, was geht ab? Guten Morgen! Ich bin schon in meinen Sportklamotten und ich wollte jetzt gerade auf meinem iPad mein Workout anmachen. Dann ist mir aufgefallen, mein iPad ist noch oben, weil wir haben gestern noch ein bisschen TikTok geguckt. Und TikTok am iPad ist natürlich schon ein bisschen kleiner, weil das größer ist. Deswegen hole ich das jetzt und dann mache ich mein Workout. So. Obala. Nice Perspektive. So. So. Dann wollen wir mal. Und danach werde ich mich... ich habe nämlich ein bisschen meine Woche falsch geplant. Und zwar dachte ich, ich habe Mittwoch und Donnerstag so Zeit, um alles noch für Videos zu machen. Und morgen habe ich gar keine Zeit. Und dann habe ich mir aber gestern den ganzen Tag verplant und dachte dann so, okay, dann nutze ich Donnerstag den kompletten Tag, um Videos zu schneiden. Ja, ich habe gar kein Video gedreht. Fun Fact! Das heißt, ich schminke mich jetzt gleich und werde ein Video drehen und dann noch ein paar Fotos machen für meinen Adventskalender. Alleine, selber, mal sehen. Und dann schneiden. Und wahrscheinlich bis spät abends, weil dadurch, dass ich ja noch drehen und mich schminken muss, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, so alles zu schneiden. Deswegen wird es lange dauern. Aber ja, so ist das. Hab falsch geplant, bin dumm. Vergessen, dass ich auch noch drehen muss. Jetzt werde ich erstmal Sport machen. Genau. Boah, ich bin immer so froh, wenn das rum ist, ne? So, so anstrengend. Jetzt gehe ich duschen und dann mache ich mich auch fertig. So, ich war jetzt kurz bei der Post und habe Pakete von mir abgeholt. Und ich habe etwas bestellt. Also ich habe ja jetzt... Wo kann ich euch den jetzt mal kurz hinstellen? Ich mache ja den Instagram-Adventskalender, ne? Und habe ja viele Sachen dafür schon zu Hause. Und ein paar Sachen kriege ich auch von Firmen. Wie jetzt zum Beispiel das erste, das war ja diese Glaskaraffe. Und heute verlose ich diese Karikatur. Das wird zum Beispiel bestellt. Aber der Großteil kommt von mir, was ich hier so habe. Und ich habe, ich glaube, für den 24. ein bisschen was bestellt. Und da habe ich auch ein bisschen in die Tasche gegriffen. Das ist eine komplette Box voll mit Bilou-Geschenksets. Es waren leider nicht mehr so viele da. Aber die, die da waren, habe ich gekauft. Und eine Sache habe ich auch für mich gekauft, weil ihr wisst, ich habe ja eigentlich alles von Bilou. Das hatte ich aber noch nicht. Deswegen habe ich mir das einfach mal direkt mitbestellt. Kann ich das hier öffnen? Die sind immer so zugeklebt, dass man... Moment, ich kann es auch so machen, dann zerstöre ich es nicht. Hallo. Warum funktioniert das denn nicht? Bin ich doof? So, jetzt. Ja. Oder, nee, hä? Hä? Ach, das ist immer nur. Das ist an 37 Ecken zugeklebt. So. Und. So. Kann ja nicht so schwer sein, so eine dusselige Box zu öffnen. Doch nicht. Nee, ich habe sie kaputt gemacht. Alles klar. Wow. So, jetzt reicht mehr. Ja, das ist ja, sie hat ja ein neues Parfüm rausgebracht. Oder ja, Eau de Parfum. Gold Love. Und dann haben wir da noch ein Duschgel drin und so einen Schlüsselanhänger, den ich sogar tatsächlich richtig süß finde. Und ich habe da auch noch nicht dran gerochen. Ich habe ja das normale Parfüm. Das steht sogar da drin, so specialig in diesem Dings da. Könnt ihr das sehen? Und ich liebe das. Das ist so ein richtig schöner, süßer Geruch. Oh mein Gott, Alter. So. Das ist das. Das ist richtig kalt. Design finde ich, finde es schön so, ne? Aber kommt jetzt auf den Geruch an.
Ich habe noch diese Partikel eingeatmet. Jetzt kribbelt's. Oh, es riecht aber richtig gut. Oh. Ich bin so dumm. Oh, es riecht richtig lecker. Das riecht so ein bisschen nach Vanille. Das gefällt mir sehr. Und dann haben wir noch das Duschgel. Jetzt rieche ich gerade nur das Parfüm. Ich glaube, ich kann da gerade nicht dran riechen. Ich rieche wirklich fast nichts. Ich glaube, das riecht auch gut, aber ich kann echt gerade nichts riechen. Ich frage mal Fabio, was ich mir gegönnt habe. Und den anderen Großteil, die anderen 1 Million Euro für euch. Riech mal. Ist Vanille? Wie riecht das? Nicht schlecht, aber so standardmäßig halt. Aber ich liebe Vanille, weil ich habe nämlich... Das hatte ich noch nicht. Das ist ein neues Parfüm und Duschgel. Ja, ne? Okay. Schlüsselanhänger. Sieht cool aus. Das ist das Parfüm. Ich hab's für die Nase bekommen. Riecht wie so ein Vanilleeis, Leute. Ah, voll geil, ich liebe Vanille. Hast du schon kaputt gemacht? Ja, ich hab's nicht aufgepumpt. Bekommen. Ah, das schmeiß ich eh weg, die Box. Ja? Ich glaub schon. Na gut. Ja. So, und bezüglich Vanilleduft, ich habe ja so einige von diesen Victoria's Secret Body Sprays. Und das, was am leersten ist, ist Vanille. Aber ich habe mich noch nicht überwunden, das ganz leer zu machen. Weil ich liebe Vanillegeruch. Von daher, richtig nice. So, ich mache jetzt gerade Frühstück und in der Zeit mache ich jetzt schon mal die Adventskalender auf. Der Daily Struggle. Nummer 3. Oh, das ist mein allerliebstes Lieblingsding von Lindt. Oh mein Gott, das ist so ein Nougat-Ding. Ich liebe es, das esse ich jetzt direkt. Dann würde ich sagen, mache ich mal hier weiter. Dry. Ah, das ist, glaube ich, so ein Armband. Das hatte ich einmal ausgepackt, weil ich den Kalender vorgestellt habe. Das ist voll süß. So ein Glieder-Armband-Kettchen. Ist das eine Kette oder ein Armband? Gute Frage. Ich glaube, das ist ein Armband, aber voll cute. Oh, hier oben ein kleines Türchen. Weg. Oh, ich glaube, TikTok. Ja. Cherry Menthol. Oh, das ist doch geil. Sind das Kaugummis? Oder warum sind die so riesig? Größer als die bisher bekannten Tic-Tac-Dragés und enthalten erfrischende Kristalle. Hä, ja, okay, geil. Nice. Ja, jetzt muss ich eigentlich auf Fabio warten. Mach ich aber nicht. Hey. Oh, hier was ganz Kleines. Die Dry. Penisringe oder irgendwie sowas. Ja, sag ich doch. Ja, ja, ja. Okay. So, und dann müssen wir noch in den Exit-Adventskalender zusammen. Oh, geh da rein, ey. Ja, so ein vibrierender. Ich pack den, glaube ich, nicht aus, weil... Nee. Ich glaube, ich verlose das an euch jetzt, wo es noch so eingepackt ist. Boah. Pimmelring mit Vibration. Kann ich dir jetzt Ehering anstecken? Wie das Ding aussieht. Cool. Und Exit. So, wir hatten ja jetzt gestern diese Lampe da drin. Ich glaube, da. Boah, ich. Gestern mir schon gedacht, was zur Hölle das soll. Keine Ahnung, ey. Eigentlich vielleicht hier mit den Zahlen wegen Nordwest und Südost und so. Mal gucken. Gelöst. Was singst du da? Nix. Frühstück! Lass dir schmecken. Danke. Kann du das, ich das. Gut. Ich hatte so Bock gestern auf diese Schokobrötchen, deswegen habe ich die mitgebracht. Geil. Ich glaube, die haben wir noch nie gekauft. In unserem ganzen Leben. Kauf sowas ein. Ja, aber wir haben das noch nie hier gehabt. Ich hatte voll Bock gestern drauf. Nom. Wir gucken so. Nicht, join. Stimmt. Das ist okay. Wir gucken Amazon.
So, ich habe mich jetzt geschminkt. Ihr seht, glaube ich, ich liebe die Naomi Lashes. Ich habe jetzt Chili, das ist diese etwas softere Version. Dann gibt es ja noch Taco. Die sind extrem, aber ich wollte ein bisschen softer. Ich habe meinen Lippenstift auch als Eyeliner benutzt. Problem ist nur, der drückt sich die ganze Zeit hier oben ab, aber dadurch, dass ich so krasse Wimpern drauf habe, sieht man das nicht. Und von daher geht es dann ein bisschen so Red Lips. Hier mit NYX Liquid Suede Cherry Skies. So ein bisschen weihnachtlich. Dann habe ich einfach nur so ein Chill-T-Shirt an. So ein XXL No Bad Vibes. Passt eigentlich nicht mit der... Komm, scheißegal. Und jetzt werde ich ein Video drehen und dann schneiden. Ich muss mich ranhalten. So, ich beende jetzt erstmal für heute. Was ist immer? Ich vlogge morgens und dann vlogge ich 3 Jahre gar nicht mehr. Und dann vlogge ich abends wieder. So, ich kriege die Stecker nicht aus meinem iPad. Boah, Alter, oh mein Gott. Oh, kann ich euch direkt mal drauf liegen lassen? So, ich gehe jetzt nämlich einmal ins Wohnzimmer, weil ich habe mir noch so ein LED-Streifen-Dings darum bestellt. Geile Perspektive, weil ich habe ja gestern so ein Dingsi-Bumsi angebracht und zwar hier drunter und das geht dann nach hier und da hört es auf und ich möchte das halt noch hier drunter und eventuell dann bis hier, sodass ich die beiden verbinden kann. Weiß ich aber noch nicht, ob das passt, aber das mache ich jetzt und dann habe ich mir jetzt gerade so noch so eine Klemme bestellt, dass ich das hier gleich abschneiden kann, also dass das wirklich nur... hier ist, dann hört es da auf und dann geht es da unten an der Fußleiste weiter bis hier und dann da drunter. Ich glaube, das ist mega cool. Genau, die Klemmen kommen aber erst morgen oder so. Ja, aber das mache ich jetzt schon mal, ne? Genau, und dann koche ich gleich. So, Zwischenstand. Das war ja jetzt gestern schon, ne? Und das geht bis hierhin, aber noch nicht ganz rum. Und jetzt habe ich das hier gemacht und ich liebe das, wenn das da unten drunter leuchtet. Und das geht jetzt hier durch, was ich ganz cool finde, weil das im Kabelkanal drin ist. Also man sieht es nicht so, ja, so extrem, so wie halt da, aber halt schon. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde es irgendwie cool. So, und jetzt im nächsten Step, ich habe mir diese Klemmen bestellt, werde ich das hier abschneiden, dass man das gar nicht sieht. Das fängt dann unten wieder bei der Fußleiste an. Geht dann da rum und dann verbinden die beiden sich da. Und dann bin ich, glaube ich, fertig. Dann ist halt nur noch die Überlegung, ob man es noch so unterm Sofa hier vorne macht. Muss ich mal Fabio fragen. Ja, aber ansonsten war es das. Jetzt connecte ich das alles nochmal miteinander, damit es auch immer gleichzeitig irgendwie anspringt. Und dann war es das. Was war ein Akt, da drunter die ganze Zeit das zu fummeln. Halleluja, Ding Dong, ey. So, ich beginne jetzt zu kochen. Ich habe das jetzt alles erfolgreich eingestellt. Und es gab jetzt auch ein Update für diese LED-Dinger. Und jetzt funktioniert's. Ich habe nämlich 3 verschiedene Einstellungen. Und der hat immer dasselbe Licht gelassen. Oder hat es nur einmal geändert. Und jetzt funktioniert's. So, und jetzt werde ich kochen. Ich zeige euch auch direkt, was ich mache. Boah, ich habe gerade kein WLAN. Dauert kurz. Guten Morgen! Aufstehen, guck du! So, das hier. Gyros. Ja. Gyros mit Ofendrillingen und Paprikasoße. Freue ich mich richtig drauf. Ich habe natürlich kein richtiges Gyros, richtigen Gyros, wie auch immer der Plural ist. Ich habe einmal das von Like Meat. Das ist ja sehr, sehr lecker aus Soja. Und das hier, weil es gab von jedem jeweils nur noch eins. Genau, das ist jetzt aus Tofu und Weizen. Werde ich jetzt beides einfach mal dazu machen. Und ja, dann mache ich das jetzt gleich. Und ich mache, glaube ich, gleich noch ein Bananenbrot, weil die müssen weg. Wahrscheinlich mache ich sogar 2. Ja. Guckt mal, wie gut unser Essen aussieht. Das sind die, die Ofendrillinge. Das ist so eine Paprika-Champignon-Soße. Das Fleisch, man sieht ganz deutlich, dass es 2 verschiedene sind, aber das macht gar nichts. Boah, mega! Ich bin hundemüde. Ich gehe aber noch nicht schlafen. Ich mache jetzt ein Bananenbrot und mir ist kotzübel. Wirklich, weil das so lecker war. Und ich deswegen viel zu viel gegessen habe. Mir ist wirklich kotzübel. Boah. Ich mache jetzt trotzdem noch Bananenbrot. Und zwar aus diesem Heftchen hier, diesem veganen Thermomix. Da ist ja so ein Schoko-Bananenbrot drin. Das ist super yummy. Oh, ich muss mich so konzentrieren, dass ich nicht kotze. Kann nicht mehr. Das hier, das mache ich jetzt.
man sieht nichts. Ich habe die ein bisschen abgedeckt noch mit Alufolie. Aber die sind dann. Ich lasse die jetzt bis morgen auskühlen. Dann nehme ich morgen eins mit. Ich bin nämlich morgen weg. Mehr dazu morgen. Und jetzt mache ich mich fertig und gehe hoch zu Fabio ins Bett. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog.